Ich hätte mal eine Frage, was ist mit dem Massaker 2014 in Brasilien? Vor kurzem hat das Postellion ein Video veröffentlicht, in dem es um den Videoassistenten für den Videoassistenten geht. Wie wir finden, ziemlich dumm. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, es unterzujubeln als echten Clip. Wie die Leute reagiert haben, sehen Sie jetzt. Ich finde den Videoassistenten für den Videoassistenten sehr, sehr sinnvoll. Ich finde das mal sowas komplett anderes. Ich finde es sehr sinnvoll. Es kommen neue Arbeitsplätze auf den Markt. Und es gibt mehrere Meinungen, man kann sich dann entscheiden. Es gibt ja immer nur eine Meinung, wenn ein Schiedsrichter nur entscheiden würde. Ich würde sagen, wenn jetzt 2-3 Leute entscheiden würden, würde ich es besser finden, auf jeden Fall. Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Also ich finde, Assistenz von einer Assistenz sollte immer mehr Assistenz haben. Denn das Assistieren der Assistenz ist notwendig, um im Assistieren der Assistenz des Assistenten sicherzustellen, dass die Assistenz auch die Assistenz assistiert. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute und einleuchtende Idee. Mit diesen Eindrücken gebe ich weiter. Verschwendung, ja, auf jeden Fall. Nein, das ist absolut keine Ressourcenverschwendung. Das Problem ist ja, dass der Fußball absolut unkontrolliert wird in letzter Zeit. Und wir haben so viele Fouls, die einfach nicht mehr... So, nachdem wir bereits einige interessante Eindrücke hier in dieser Stadt gewonnen haben, haben wir uns in den Kern der Düsseldorfer Altstadt vorgearbeitet, wo die Zombies unter uns weinen. Nein, die zocken uns einfach nur ab. Nein. Nein, die zocken uns einfach nur ab. Freibier. Die Frage ist, ist die FIFA eine sinnige Erfindung? Frage, was ist mit dem Massaker 2014 in Brasilien? Dafür habe ich leider keine Beweise, ne? So, jetzt ist es an euch. Kommentiert unter dem Video, was ihr über dieses Thema haltet und gewinnt einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben, Channel abonnieren. This is Mr. AP Does, reporting live from Düsseldorf.